Sie haben noch als Student mit Wolfgang Trautwein am Institut für Physiologie in Heidelberg 6 Arbeiten in sehr renommierten Zeitschriften veröffentlicht. Wobei haben Ihnen die 5 Semester Physik vor Ihrem Medizinstudium geholfen? Ich habe einen Apparat konstruiert, mit der hochempfindlich die Kapazität ändert, indem eine Membran deformiert wird, wenn man dran zieht. Und sehr stabil und sehr, sodass man also da Muskel dranhängen kann und auch das An- und Abmachen von den Muskeln und sowas ist ja durchaus also gefährlich für ein empfindliches Instrument. Und das ist dann im Endeffekt dieses Messgerät, das ist dann etwa 10 Jahre lang konkurrenzlos gemessen worden. Das haben auch noch andere Leute nachgemacht. Ja. Und dann später sind Halbleiter-Messgeräte dafür da gewesen. Sie waren dann einfacher zu machen. Und was war der Gegenstand dieses allerersten Experiments, für das Sie das Gerät entwickelt? Also das hier gelaufen ist, das war, also in dem Fall war es eine Änderung der Schlagfrequenz. Wobei also das ein uraltes Wissen ist, dass wenn man die Schlagfrequenz vom Herzmuskel erhöht, dass dann die Kontraktion stärker wird. Das ist die sogenannte Treppe. Ja, und das ist also unabhängig von Adrenalin und so weiter, ist natürlich ein ganz wichtiger Regulationsmechanismus. Ja. Wenn das Herz schneller schlagen muss, dann weil mehr gearbeitet wird, dann ist das also günstig, wenn es dann auch automatisch stärker schlägt. Und das tut es, ohne dass da also Adrenalin oder sonst noch etwas eingesetzt wird. Das nächste war der Temperaturabhängigkeit der Kontraktion, wenn man also rauf und runter fährt. Das war natürlich dann wichtig im Endeffekt für die Herztransplantation, die ja massiv runtergekühlt gemacht werden, dass man dann weiß, in welchem Bereich die Extrasystolen anfangen, in welchem nicht. Dann die Dehnung, also wenn man mehr dehnt, dann zieht er auch stärker den Muskel. Und woran das liegt, ob das also über die Elektrizität geht oder was anderes, das war auch nicht klar. Dann die nächste war Adrenalin, also Adrenalin wird ja immer hochgefahren oder Noradrenalin. Wenn man sich anstrengt, wird also freigesetzt ins Blut und dann schlägt das Herz schneller und auch stärker und es gibt eher Extrasystolen. Dann kommt die Strophantin-Wirkung, das wurde im Endeffekt meine Doktorarbeit. Also Wirkung von Strophantin, das ist ein Herzglykosid, was die Kontraktion stärkt. Dann kam Acetylcholin als auf das mehr oder weniger was Verrücktes, nämlich dass Acetylcholin ein Herz, das also knapp am Abkratzen ist, wo also das Ruhepotenzial ganz niedrig ist, also zum Beispiel durch Sauerstoffmangel, wenn man da Acetylcholin drauf gibt, dann geht die Kaliumpermeabilität hoch und dann wird das Ruhepotenzial wieder hoch und dann gibt es wieder normale Aktionspotenziale. Andauernd sind Sie dann ab Mittag ins Labor gegangen oder wie haben Sie das organisieren können? Also meistens habe ich am Morgen angefangen und ich habe die im Wesentlichen die Kurse und so weiter geschwänzt. Was Schriftliches war nicht involviert, weil es gibt hilfreiche Kollegen, die irgendwas tun, okay. Ja. Aber also für einen Katholiken ist sowas kein Problem. Hat Sie in der Heidelberger Studienzeit die heute so populäre Frage des freien Willens auch schon beschäftigt? Damals war das noch nicht bekannt. Also was der Cordua eigentlich als erster gemacht hat, das weiß keiner, dass das ein Deutscher war, dass er nämlich diese Bereitschaftspotenziale registriert hat, die eine Sekunde bevor man eine Handlung macht, also das Greifen darüber, dass das vor der Sekunde da oben angefangen hat und bevor mir das überhaupt bewusst wurde, dass ich das vorhabe. Diese, wo das rückwärts die EEGs korreliert hat mit Videoaufnahmen und gezeigt hat eben, dass das im EEG schon lange vorher zu sehen ist, bevor man das bewusst wird. Also dieses, was uns Physiologen ja allen also da zweifeln lässt, dann mindestens den einfachen freien Willen, das war damals noch nicht bekannt. Ich habe das auch damals schon für unwahrscheinlich gehalten und auch schon mit denen diskutiert.
Und da waren sie also mit den Theologen, da waren sie also, ist ja ein großes Problem mit Verantwortung. Das Heidelberger Institut für Physiologie hatte ja den seinerzeit für Helmholtz eingerichteten Forschungsbau geerbt. Können Sie uns dieses Institut vielleicht etwas beschreiben? Und er hat es wohl als erster bewohnt und hat da gearbeitet. Mhm. Aber er hat also, das war also ganz anders aufgeteilt, als man das heute sehen würde oder in der Zeit, in der ich da war, funktionell verteilt war. Der Helmholtz hat im ersten Stock gewohnt, die Belletage, quantitativ, so schätzungsweise 200 Quadratmeter. Er hatte noch von dem Erdgeschoss auch noch die Hälfte als Wohnung. Also aufgrund von Plänen, die ich kannte aus der Zeit. Und dann die andere Hälfte von dem bis 100 Quadratmeter großen Ordnung von Erdgeschoss war dann Labor. Das war also so, heute würde man sagen, mehr oder weniger ein Großraumlabor mit 100 Quadratmetern und so, was man heute Chemietische nennen würde, also so Chemietische mit Wasserleitung und Gas und so weiter, Bunsenbrennern. Das war die Einrichtung von dem Labor und in dem hab also unbesoldete Privatdozenten und offenbar auch ein, zwei Assistenten gearbeitet und wohl auch der Helmholtz. Damals habe ich also noch so ein Helmholtz-Pendel, was also zur experimentellen Ausrüstung zur Helmholtz-Zeit verwendet wurde. So ein Helmholtz-Pendel noch vom Lastwagen gezogen, das hat mir aber der Tortwell abgenommen. Ja, schade, dass Sie es nicht fotografiert haben damals. Eines der wenigen Bilder, die wir haben, wo Sie direkt am Arbeitsplatz sitzen, vielleicht ja auch gestellt, ja, also mit Schlips und schön und alles. Ja. Nee, das war damals so. Also um die Zeit, weil ich habe ja auch Vorlesungen gelesen und außerdem in der Medizin, die war schon relativ formell. Also ich bin um die Zeit jeden Tag mit Schlips im Institut gewesen und im weißen Hemd. Also das war nicht... Also war sozusagen gar nichts Artifizielles. Das war da also nicht unbedingt artifiziell. Ja. Weil in den USA war das anders. Ja, die waren lockerer. Aber also der deutsche Dozent... musste schon anständig angezogen sein und musste also auch Unterricht mit Schlips und so weiter geben. Können Sie uns das Kuffler-Labor in Baltimore etwas beschreiben? Ja, in Baltimore, da hat er ja, ich weiß nicht genau, was er für eine Stelle hatte, aber er war in einer Klinik, in einer Augenklinik im Keller, so ein assoziierter Wissenschaftler. Er war eigentlich also an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich her. Es war eine alte ungarische Familie, die einigermaßen vermögend war, offensichtlich. Und ist auch mit Dienerschaft und so weiter aufgewachsen. Mhm. Und war dann Student in Wien und ist in Wien also in Schwierigkeiten gekommen mit den Rechten dort. Und der musste dann, also als der Anschluss war, hat er sofort getürmt müssen und ist ab sofort nach Ungarn. Das Erste, was ich gemacht habe mit Kuffler, das werde ich nie vergessen, da kam die Frage, was hat die Hemmung eigentlich für ein Gleichgewichtspotenzial? Kuffler fand, dass es ein Problem ist und ich habe gesagt, das ist doch überhaupt kein Problem. Ich hatte das nämlich mit als Tücheling gemacht vorher, viel, viel schwieriger am Herzen. Und habe mir einen Pott besorgt, also Potentiometer besorgt und einen Vorwiderstand und eine große Batterie und habe eine zweite Elektrode rein und habe da den Strom reingesteckt und habe also ganz langsam das Membranpotenzial hin und her gefahren und gleichzeitig Pulse gemacht vom Hämmer. Die haben sich also wunderschön umgekehrt und dieses Bild, das also mit Rampe rauf und Rampe runter,
Es sind viele Lehrbücher drin. Sie haben den inhibitorischen Nerven stimuliert. Der inhibitorische Nerv wurde und stimuliert. Den und konnte man ja äußerlich auch irgendwie erkennen, welche Fasern das waren. Wenn man sich auskannte, dann kannte man die Nervenbündel schon. Für den Hämmer und für den Erreger, und die hat die in der Saugelektrode getan. Mhm. Und dann konnte man selektiv den Hämmer oder den Erreger stimulieren. Mhm. Das war also ganz eindeutig und war insofern überraschend, als eigentlich die Idee war, dass Hemmung hyperpolarisiert, das heißt, also das Membranpotenzial negativer macht. Ja. Das Gleichgewichtspotenzial für Gamma am Krebs ist meistens 5 Millivolt oder sowas positiver als das Potenzial. Dann haben wir natürlich Widerstände gemessen, genau, und haben den Membranwiderstand bestimmt und haben gesehen, dass der Membranwiderstand ganz massiv zu kleiner wird und während einer Serie von Hämmerungen. Es gab Publikationen, wo noch überhaupt nicht klar war, dass es wirklich ausschließlich eine Chloridleitfähigkeit ist durch GABA. Es war immer auch. Ob es Chlorid ist oder was das war damals überhaupt nicht bekannt. Man dachte also immer auch an Kalium also im Wesentlichen war Kalium also auszuscheiden. Und auch schon dieses Gleichgewichtspotenzial hat im Grunde das Kalium ausgeschieden, weil man andererseits wusste, dass das Ruhepotenzial ja positiver ist als das Kalium-Gleichgewichtspotenzial, ganz allgemein. Und haben Sie dann die Chloridkonzentration, die Chloridgradienten auch variiert, um jetzt... Das haben wir dann später gemacht. Später haben wir den Chlorid, da haben wir Stromspannungskurven gemessen mit normalen Chlorid und Halbchlorid und Viertelchlorid und sehen, wie das Gleichgewichtspotenzial sich da verschiebt. Das verschiebt sich genau nach der Nernst-Gleichung. Wir sind darauf gekommen, dadurch, dass wir also über weniger erklären konnten, wie diese Hemmung funktionieren soll mit den Gleichgewichtspotenzialverhältnissen und so weiter. Selbst so Leute wie Huxley, der das besuchte und der sich das angesehen hatte, auch der hat das nicht begriffen, was das sein muss. Und dann sind wir mehr oder weniger darüber draufgekommen, wie das, was wirklich der Grund ist, dadurch, dass wir die Quantenableitungen gemacht haben, also die Ableitungen auf dem Niveau, dass man einzelne Quanten an Ströme unterscheiden konnte und dann gesehen hat, dass die Quantenfreisetzungswahrscheinlichkeit unter der Hemmung runtergeht. Das erste Mal vorgetragen auf einem Symposium in Friday Harbor, das ist bei Seattle auf so einer Insel, zum Marinebiologischen Institut. Ja. Und zwei Vorträge davor hat Eccles die PhD das erste Mal gemacht. Aha. Also das war eine absolute Überraschung. Wir wussten nicht, was Eccles macht, und Eccles wusste nicht, was wir machen. Interessant, ja. Und Eccles hat also stolz geschwellt die präsynaptische Hemmung im Rückenmark erklärt. Steve Kobler und ich haben gegrinst und haben gesagt, ja, wir haben es aber sehr viel klarer auf dem Quantenniveau, sehr indirekt, wie es Eccles damals hat. Dass die Synapsenphysiologie ist ja im Wesentlichen entwickelt worden, auch von Kuffler und Eccles und so weiter, und am Krebs. Ja, das war damals allen Leuten noch bewusst, dass das Standardpräparat für Hemmung der Krebsmuskel ist. Und das mit der PAD, das war eher ein bisschen eigentümlich. Schnelle Aktivierung und Inaktivierung von Transmitterrezeptoren hat Sie hier in der Münchner Zeit sehr stark interessiert, und Sie haben sehr viel zu diesem Thema gearbeitet. Wie kamen Sie eigentlich darauf? Wie ging das los? Weil der ursprüngliche Anlass war, dass wenn wir am Krebsmuskel einfach den Krebsmuskel überströmt haben mit einer glutamathaltigen Lösung, praktisch keine Antwort kam. Und wenn man also versucht hat, eine pulsartige Applikation zu machen über die Strömung, dann sah man das, aber das war ganz schnell wieder weg.
Und es war also klar, dass ganz offensichtlich diese Glutamatrezeptoren wahnsinnig schnell desensibilisieren. Und deswegen, weil wir versuchen wollten, im Endeffekt zu kapieren, wie Glutamatrezeptoren am Krebs jedenfalls postsynaptische Potenziale machen, war es notwendig, eine schnelle Applikation zu haben. Ich wusste von den Strömungsverhältnissen in der Kammer, dass wenn man also testen wollte, wie die Strömung läuft, wie der Austausch ist, dass Strömungen von Farblösungen ziemlich gut beieinander bleiben. Also das streut relativ langsam zur Seite hin. Zuerst, also wenn das also aus dem Schlauch rauskommt, geht das ganze Stück ziemlich geradeaus, ohne sich auszubreiten. Das wusste ich. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann probieren wir Strömungen zu schalten, hin und her zu schalten, sodass die an einer Stelle sind und an einer Stelle laufen. Und haben dazu also ein Piezo-System entwickelt, das eine Kapillare, aus der Farblösung rauskam, rauf und runter bewegt hat. Wie kamen Sie darauf, das gängige Modell der Acetylcholin-Rezeptoraktivierung in Frage zu stellen? Bei sehr niedrigen Konzentrationen ist es extrem unwahrscheinlich, dass zwei Bindungsstellen besetzt werden können. Und es gab immer einen Überschuss an Bursts, auch bei sehr niedrigen Konzentrationen, wenn man das auf halbwegs passend gemacht hat, für höhere Konzentrationen. Sodass also das Modell nicht, das allgemein bekannte Modell für die Acetylcholin-Wirkung am Rezeptor, das stimmt nicht. Das geht nicht. Und das haben Sie revidiert? Das ist zu revidieren. Also jedenfalls bekannt, also wir haben bewiesen, dass man das ändern muss. Wie erklären Sie Ihre Frau, dass Sie jetzt immer noch viermal die Woche sich verabschieden, 9:30 und sagen, ich muss ins Labor mit 81? Ja. Was sagen Sie ihr, was treibt Sie? Was treibt Sie dahin? So, dass es mich so genauso wie vorher interessiert, was Neues rauszufinden. Was Neues rausfinden, ja. Und meinen Sie, dass Sie eine Aufgabe haben, den Sie für irgendjemanden erfüllen wollen, ja, dass das was nützt? Oder machen Sie es, weil Sie eben in der ganz ungeheuer glücklichen Lage sind, dass Sie weiterhin das machen dürfen, was Ihnen Spaß macht? Ja. Also das ist die Premiere. Man kann natürlich sowas nicht machen und man kriegt es auch nicht finanziert, wenn es nicht irgendwo nützlich ist. Ja. Aber wenn ich es nicht machen würde, würde ein anderer das Geld kriegen und dann würde auch etwas Vernünftiges damit machen. Mhm. Ja. Andererseits bin ich der Meinung, dass die Erfahrung, die ein Wissenschaftler hat über die vielen Jahre, die sollte man, wenn der noch kann, sollte man nutzen.